So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's. So, machen jetzt noch die Gilden-Vollstrecker. Die killen wir jetzt noch. Haben wir das auch erstmal erledigt? Und wie gesagt, das ist zwar Part 20. Ich werde gleich noch das Special aufnehmen, was ich gesagt habe. Ja, weil ich heute ein bisschen mit meinem Großen ein bisschen rumrennen. Bei ihm Questen machen. Ja, ich würde mal eben mal. Also, muss ich noch hier hin? Nicht immer kämpfen. Entschuldigung. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Ach so. Für meinen kleinen Droidenfreund. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, der nicht. Der nur vielleicht. Wir kriegen ein Schiff oder so. So, jetzt kommen wir mal wieder raus. Ah. Sammeln.
war schon vorbei. Dass die Leute mal sterben wollen, die Gegner. Unmöglich. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Ach nee, letzter Teil. Da oben. Ja. Na komm runter, aber da. Entschuldigung, immer noch ein bisschen erkältet. Oh, ganz knapp stehst du drauf. T7. Heldenweltboss. Uiuiui. Entschuldigung, wenn ich husten. Jeppa! Rüber zu den Fuzzi-Lagen. Meine Männer können noch immer nicht glauben, dass ihr euch allein dieser Verbrecherbande gestellt und es auch noch überlebt habt. Das war verdammt heldenhaft. Da die Netzwerkterminals jetzt gesperrt sind, ist der Luftverkehr für die Gleiter wieder sicher. Jetzt müssen wir nur noch endgültig die Verbrecher verjagen. Im Netzwerk gab es eine Art verschlüsselte Nachricht. Sieht nach einer Aufzeichnung aus. Lasst mich mal sehen.
Das ist ein alter Code der Händlergilde der Migranten. Ich denke, ich kann ihn entschlüsseln. Mal sehen. Ihr habt unsere Freundschaft angenommen, Senatorin Kyle, und unsere Credits. Es ist an der Zeit, sich zu revanchieren. Wir fordern lediglich die Wohnprojekte, die ihr unserem Volk versprochen habt. Jetzt. Euer Volk wird warten müssen, bis es an der Reihe ist, wie jeder andere auch. Ich schulde euch gar nichts. Wenn ihr mich weiter derart drängt, werde ich euch alle vernichten. Ich kann nicht glauben, dass sich Senatorin Kyle mit Verbrechern einlassen würde. Könnte diese Nachricht gefälscht sein? Das Gespräch wurde direkt zu ihrem Büro durchgestellt. Euer Erpressungsversuch ist gescheitert. Meine Leute drängen eure kleine Armee soeben zurück. Es ist vorbei. Niemand bricht eine Abmachung mit uns, Senatorin. Wir werden bekommen, was wir wollen. So oder so. Das ist weit über meiner Kompetenzstufe. Ich werde nicht Rufmord an der bekanntesten Politikerin Coruscants begehen. Nehmt die Aufzeichnung. Ich will sie nicht. Ich werde so bald wie möglich mit ihr reden. Sie wird eine gute Erklärung dafür haben. Es muss so sein. Senatorin Kyle hat für Coruscant Großes geleistet. Sie ist eine große Frau. Gebt ihr eine Chance. Meine Männer und ich bleiben hier unten. Ihr solltet euch zurück zum Senatsgebäude begeben. Sieh mal einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns nochmal wiedersehen würden. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsbandchips bekommen? Nehmt diese Chips und vernichtet sie, Captain. Oh, das werde ich. Senator Bark wird enttäuscht sein. Aber Gesetz ist Gesetz. Selbst für Senatoren. Ich weiß, er hat wahrscheinlich mehr geboten. Aber ich kann zumindest den Standardsatz für eure Dienste zahlen. Ich bin schon froh, dass wir sie vor Senator Bark finden konnten. Da bin ich ganz eurer Meinung. Ganz ehrlich, ich kann mir kaum eine abscheulichere Technologie vorstellen. Ich muss viel Datenkram erledigen. Der Senator darf keinen Fehler im Umgang damit finden können. Aber seid euch meines Dankes gewiss. Danke sehr. Warum wurde ich eben nicht informiert, dass ich so einen Rüstung habe? Nein, schon. Ach, da drüben, komm mal. Yes, baby, yes. Moment mal, jetzt geht mal einmal schnell. Kann er da jetzt gequistet? Nee. Was ist denn das? Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich bin außer Dienst, bis ich wieder gerade ausgucken kann. Die Rüstung reicht jetzt eine Weile. Was, ich muss zu Fuß gehen? Lass mir eine Sauerei hier. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So.
Der normale Part ist gleich zu Ende, wenn man das so sieht. Komisch. Kann man noch so einen Hütten-PC haben? Das Ding verschwindet immer wieder hier. Echt. Sprich mit Agent Galen, ist noch schon hier ein Part. Ich sage jetzt mal, das war's in diesem Part. Bleibt gesund, haut rein und tschüss.